Also wir hatten ja das Bildungssystem und will ich euch jetzt vorstellen. Und zwar bei uns ist es so, dass der Lehrer kein Lehrer ist, sondern als Lernpartner gilt. Und wenn man jetzt hier in die Schule reinläuft, oder in meinem Fall jetzt reinfliegt, dann sieht man hier in den Klassenraum, dass jetzt keine vielen Räume sind, sondern von Klasse 6 bis 10. Und da unterrichten dann jetzt zum Beispiel die Klasse 6, unterrichtet die Klasse 5 zum Beispiel vormittags und Klasse 10 unterrichtet dann Klasse 9 nachmittags. Und ja, es gibt dann halt keine festen Lehrer, sondern die Schüler unterrichten halt auch die Schüler. Und ja, das sollte man halt hier in diesem Raum darstellen, dass dann die ganzen Klassen zusammengewürfelt sind. Und bei uns ist es auch wichtig, dass wir halt jetzt nicht zum Beispiel die ganze Zeit nur lernen, sondern auch mal zur Erholung irgendwie rausgehen können und da einfach mal sich ausruhen oder hier in die Cafeteria gehen können und sich zum Beispiel Jellybeans holen können. Und ja, hier haben wir dann noch verschiedene Kategorien, also Fakultäten, zum Beispiel Chemie, Biochemie, dann Astronomie und Physik. Und da kann man dann halt immer reingehen, wenn man möchte. Also man kann sich schon seinen Berufszweig, was man später mal werden möchte, schon zu dieser Zeit festlegen und dann halt auch da sich weiterbilden. So, und jetzt würde ich sagen, Yannick stellt jetzt Biochemie vor. Also unser Biochemielabor ist halt für alle die, die später dann halt mal Biologen oder Chemiker werden wollen. Und bevor man überhaupt reinkommt, muss man sich eine besondere Schutzkleidung anziehen, dass man jetzt keine Verletzungen kriegt, zum Beispiel Hautverletzungen. Da haben wir hier zum Beispiel eine hochexplosive Lösung, dass man lieber nicht ausprobieren sollte. Ich mach's trotzdem. Dann haben wir hier kleinere Computer aufgebaut, damit man halt Recherchen im Internet anstellen kann. Ja. Außerdem haben wir dann, um in die höheren Etagen zu kommen, keine Treppen, sondern haben einen Fahrstuhl. So, jetzt ist man ganz oben und hier sind dann auch nochmal diese Umkleideräume für die Schutzkleidung, die man dann haben kann. Und jetzt macht Sören mit dem Astronomie-Teil weiter. Genau, was wir hier sehen, ist ein Observatorium. Ich habe mir überlegt, selbst wenn man im Astro-Unterricht sitzt, ist es immer langweilig, wenn der Lehrer etwas von einem Stern erzählt und man kann es nicht selber beobachten. Das Problem wird hiermit gelöst. In diesem Vorraum ist dieses riesige Teleskop, womit man aber nur mit Anweisung der höheren Klassenstufe, die einen ja unterrichtet, dran darf. Hier ist der spezielle Lehrer mit einer riesigen Whiteboard-Tafel. Und ja, hier wird, wie gesagt, Astronomie unterrichtet und man kann halt ziemlich gut auch die Sterne beobachten. Nun wird Ben was zu dem Physik sagen. Also als ganz großen Teil haben wir noch die physikalische Fakultät. Das ist bei uns so aufgebaut, dass wir nicht nur den Unterricht vermitteln, sondern auch, wir haben direkt Projekte von den einzelnen Fakultäten. Zum Beispiel bei der Sternwarte oder beim Astronomieabteilung gibt es Forschung in Solartechnik, bei Biochemie gibt es weiter Forschung in Gen und bei der physikalischen gibt es zum Beispiel Forschung in, was wir als Beispiel genommen haben, Löschtechnik und öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist die physikalische Universität, Detail. Dann haben wir hier als Sicherheitsaspekt, bei uns wird Sicherheit groß geschrieben, haben wir zum Beispiel eine Feuerwehr gebaut. Und wir haben halt allgemein sehr auf die Sicherheit geachtet. Das heißt, die ganzen Gebäude haben Feuerwehrzufahrten, es gibt Brandschutztüren, etc. Also als zweites ganz großes Projekt hatten wir noch, was auch gemeinschaftlich sich gut durchgesetzt hat, ist die Schwebebahn. Da haben wir hier die Entwicklungshalle gebaut. Hier werden die gewartet und konstruiert. Und ja, die hat sich wirklich gut durchgesetzt. Sind wir sehr stolz drauf. So, da würde ich Miguel jetzt, glaube ich, nochmal was zum Spawn sagen.
Ja, also ich dachte mir, dass wir halt jetzt nicht einfach eine grüne Fläche hier haben sollten, sondern da haben wir uns auch gedacht, dass wir jetzt auch irgendwie zum Beispiel eine Touristeninformation hier hinten machen. Oder ich habe zum Beispiel auch hier den Brunnen gemacht, damit halt das nicht so langweilig aussieht. Und wir waren allgemein auch zuständig für die meisten öffentlichen Dinge. Zum Beispiel haben wir hier auch relativ weite Straßen gebaut und haben halt, wie gesagt, hier die Schwebebahn durchgesetzt und die jetzt auch mittlerweile hier in verschiedenen Bildungen, in verschiedenen Vierteln zu sehen ist. Dann hat einer von uns noch hier die Sporthalle gebaut, der ist aber leider nicht da, und weil der ist krank. Ja, und die Schule habe ich und Ben gebaut, also im größten Teil. Wir haben das Grundgerüst sozusagen gebaut und halt immer mehr dazu gemacht, und wir brauchten halt irgendwann noch relativ viel Hilfe, weil wir dann auch wirklich unter Zeitdruck standen. Und da kamen dann auch Yannick und Sören und haben dann tatkräftig geholfen. Dann hat Yannick noch das Biochemie-Labor, war zuständig dafür, und Sören war für das Astronomie-Fakultät zuständig. Jetzt haben wir mittlerweile auch hier hinten das, was eigentlich früher Wildnis war. Und da wollten wir das eigentlich so machen, dass wir einmal hier so einen Feuerwehreinsatz machen, in Form von diesem brennenden Haus. Und ja, dann wollten wir halt, dann haben wir hier noch die Feuerwehr gemacht, die gerade in Einsatz fahren möchte, weil man hier auch Blaulicht sieht. Ja, und wir hatten auch uns gedacht, dass wir hier in diesem Wildnisviertel so Regierung machen, also dass wir alle zusammen, also ihr auch, wir alle zusammen bauen jetzt das Regierungsviertel oder das Regierungsgebäude und alles. Ja, und jetzt wird euch Ben noch irgendwas sagen. Also wir haben nochmal einen großen Wert auf Autonomie gesetzt, also das heißt, unsere Gebäude sind zum größten Teil Selbstversorger. Die Energie gewinnen wir für unseren ganzen Komplex aus Photovoltaikanlagen. Das passiert mit Hilfe von Solaranlagen auf dem Dach. Da wird aus kaltem Wasser heißes Wasser gemacht. Diese Anlage gibt es hier zweimal, auf dem Hauptgebäude sowie auf der biochemischen Fakultät. Und sowohl haben wir noch Erdwärme verbaut, weil wir auch denken, dass es ein sehr guter Schritt in die erneuerbare Energie ist. Und Regenwasseraufbereitungsanlagen sind auch verbaut. Ich würde sagen, wir haben alles untergebracht. Danke für die Aufmerksamkeit.